So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das Lohnunternehmen WST ist dabei und wir nehmen gerade mit 20 Bilder pro Sekunde auf. Das ist ja wunderschön. Ja, und warum hängt die Kettensäge bei mir in der Hand? Vielleicht wolltest du deinen Hanf wegmähen? Oh Mann. Ja, ihr müsst wissen, ne, wir haben heute schon eine kleine Vorgeschichte gedreht, allerdings, es war scheiße. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem amüsant. Ja, auf jeden Fall amüsant. Du, Janis, ich würde mal die Zeit ein bisschen runterdrehen, weil das wächst nämlich während wir mähen. Mäh. Nur mal zur Info. Tatsächlich. Ja, Fabi, ich träume mich mal, dass ihr Platz habt, ne? Sieht anders aus. Ja, und wir mähen, wie man sieht. Und wir haben das Hanf... Ist das Hanf schon weg? Nein, das Hanf lässt sich nicht mähen, glücklicherweise. Aber was hat... Wie? Natürlich, wenn ich mit dem Mähwerk drüber fahre. Nein, es bleibt stehen. Das kann doch nicht sein. Ich bin gerade drüber geheizt hier. Ich glaube, ich fange auf dem hinteren Feld an, oder? Dann stehen wir uns unter dem schon. Hä, bei mir ist das Hanf weg. Ja, jetzt ist es weg. Nachdem der Fabi mit dem Schwader, mit dem Wender drüber. Gut, nächste Wiese. Denkst du mit der Apparat? Ja. So, und wir sind heute unterwegs mit der Gerät. Ja. Was gibt's denn jetzt schon wieder zu lachen? Also der Abend ist irgendwie amüsant, wo ist es so? Der Gerät. Ein mit dünner Schnee. Bratgerät. Oder ein Schneidegerät, ja. Ein Grasschneidegerät, richtig. Und zwar mit dem Kuhn. Schlag mich tot. Ich bin nicht. Ich weiß gerade nicht, welches das ist. Ist ja auch egal. Macht auf jeden Fall Spaß hier. 130 oder okay. 1-0-0-3-0. Also jeder, der auch mal damit fahren möchte, gerne, aber nicht bei mir, sondern bei jemand anders. Also zum irgendwie Beispiel im Singleplayer oder mit dem Lohnunternehmen WST. Bewerbung bitte mal Facebook an uns schicken. Genau, immer schön Werbung hier. Dann nämlich ein strenges Auswahlverfahren. Ja, jetzt ernsthaft. Also Hobbybauern brauchen wir nicht. Da hatten wir schon mal einen, aber... Erzähl, komm. Er hat gemeint, er müsste sämtliche Bäume auf der Map niedermachen. Und Fahrzeuge versenken. Nee, das nicht. Das mal nicht. Probleme sind darum gelöst zu werden. Richtig, so sieht's aus. Wir sind die Lösung. Wir haben Probleme, wir nicht. Ach so, Moment. Wachstum mache ich jetzt mal auf langsam. Dann wächst das ja auch nicht jede Sekunde hier nach. Ja, das stimmt. Weil es sieht ja fast so aus, als würde es schon wieder hoch sein. Funktioniert das mit dem Schwadern? Ja, es geht, allerdings die Kurve ist ein wenig eng. Ja, ist ja auch ein Riesenteil, was du da mit dir schleppst. Ja, das ist schon der Gerät. Ich dachte nur, wenn du jetzt mit so einem Popelsding ankommst, dann hauen die direkt wieder ab. Nee. Ach, wir machen alles. Gegen Geld machen wir alles. Ja. Außer Liebe. Außer Liebe? Die Rechnung folgt. An wen war die nochmal? Dominik Schmidt. Danke. Weil der macht nur mit. Ja. Mach's mit. Und du beschützt. Ja. Ah, du hast hinten schon angefangen zu mähen.
Also ich bin jetzt auf der 25. Okay. Nach kleinen Komplikationen mit meinem Frontmähwerk, das jetzt aber auch wieder funktioniert. Wie das? Also du musst, hier musst du zuerst das Frontmähwerk anschalten, dann das Heckmähwerk, dann klappt das auch alles. Sonst steht nämlich dort, lass mich raten, ihre Motorleistung langt nicht aus. Richtig, gut geraten. Hier liegt ein Strohball. Ja, ich weiß, den haben wir vergessen wegzuräumen, beziehungsweise ihr. Oh, jetzt kriegen wir auf die Rechnung. Man muss auch dazu sagen, es war dunkel. Genau. Für die, die das Video noch nicht gesehen haben. Und es war witzig. Aber es war echt witzig. War heute auch schon witzig. Das wird hoffentlich witzig bleiben. Und kommst du gut voran mit dem Mehrwerk her, oder? Ja, es läuft auf jeden Fall. Die Arbeitsbreite ist wirklich gigantisch. Da bringt man ganz schön was weg. Obwohl der Krone Selbstfahrer, der war auch nicht schlecht. Im LS13. Der Big M, ja, das stimmt. Das ist ein Apparat. Das ist ein Gerät. Ja. Nicht der Gerät. Nicht der Gerät. SMS. Laufen, mähen, sehen. Was hier? Wartet ja, hier wendet ja schon einer. Gott. Ja, schon. Also Feld 24 ist dann Batch. Sehr gut. Ja, wunderbar. Wunderbar. Komm mal gut voran, vor allem die Arbeitsaufteilung ist richtig cool. Ich bin hier mit zwei Feldern gleich fertig. Mal gucken, wie ich das hier hinten mache. Ich glaube, ich muss da mal. Ich will was frei. Also, wenn ihr später Probleme habt mit dem Häckseln, dann könnt ihr Andi die Schuld geben. Der hat dann die Reihen schlecht gemacht. Ja, der schon angetrunken ist. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben hier eine angetrunkene Person. Ja, das hatten wir in der letzten Folge, wo wir mitgespielt haben, ja auch schon das Dingchen. Jo. Ja, da war der Drescherfahrer betrunken. Jo. Echt? Ja, hast du selber gesagt. Also, weiß nicht, ob das stimmt. Ja. War ein Gerücht. Ich habe hier einen Strohballen dabei. Auch nicht schlecht. Ist ganz schön der Baumann. Kannst du ein wenig Stroh essen. Warum liegt der eigentlich Stroh rum? Der ein Klassiker. Ja, weißt du, was das Coole ist, Fabi? Was denn? Das ist echt ganz witzig. Ich fahre über dein gewendetes Gras drüber und es ist wieder ungewendet. Echt? Ja, ist das nicht klasse? Das Spiel hat doch einige Überraschungen, die wir nicht kennen. Jo. Was machst du, Fabi? Hä? Was machst du? Warum? Also ich fahr grad. Du fährst gerade irgendwie in Unterwärtsen, ne? Ja. Wo bist du überhaupt? Ich wollte mich bloß abhängen. Hä, wo bist du denn überhaupt? Oh, da hab ich ja fast... Am Weg unten auf dem Feld 30 jetzt zum Feld 29. Oh, Mann. Ah, ich seh's. Was war mir auf der Karte schon weg? Na, ich seh da noch. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, zu mir kommen dann jetzt gleich, ne? Ne, ich zieh die Felder durch. Okay. 38 muss gleich auch gemacht werden, ne? 34, 39. Kriegen alles hin. Machen wir am besten gleich alles zusammen, dann geht's vielleicht was schneller. Ja. SMS. Aber ihr müsst dann auch nochmal drüber eiern, ne? Ja, war schon. Ich glaube jetzt bloß aufgehört wegen deinem Mäder und... Ja, ich muss jetzt hier erstmal den Strohballen aus dem Mäder zerren. Ich leide jetzt mal. So, der Deutz ist auch nur noch halb voll oder halb leer. Fabi, was ist das für eine Arbeitsbreite? Weißt du es zufällig? Das könnten so um die 10 Meter sein. 10, 12 Meter, so geschätzt jetzt aktuell. 13 würde ich sagen. Hast die Hälfte vergessen? Nee. 13 würde ich sagen. 13 Meter. 13 Meter. Mhm.
Echt? Mit dem Wender? Nee. Oh. Sind 13 Meter. Angeblich. Ich arbeite mit 19. Ich hab nicht 11,14. Oh, Banan. Angaben bitte in Millimeter. Was? Ja, warum nicht? Ja. In der Technik wird so gesprochen. Und der Zentimeter ist kein Maß. Genau. Zentimeter ist kein Maß. Maß ist ja auch ein Liter in Bayern. Und Meter ist keine Einheit. Oh, der tut sich ja schwer, der Deutz, wenn es berghoch geht. Das ist geil. Ja, Mähwerk mit Aufbereiter, der braucht schon ein bisschen Power. Ja gut, 260 PS, wenn die nicht reichen. Und ich glaube, du fahrst am besten ja schon mal. Ja, ich glaube, ich kuschel da mal wegen der Bettmache. Also rückwärts lässt er sich ja so gefickt schieben. Echt? Ja, weil die Achse mitlenkt. Ach, du nimmst das andere Feld direkt mit? Ah, okay. Ja, ist natürlich schlau. Durchfahren, ich meine. Ja. Ein effektiver Arbeitsgang. Genau. Tut sich der Häckslerfahrer auch leichter, wenn er nicht sofort drehen muss. Ja, ich sag nur, man sucht ja so einfach wie möglich. So? Janis, hast du oben schon angefangen? Ich nehme an, nicht. Wo meinst? Nee, da wo ab, du... Ab 38 aufwärts? Nee. Kannst 38 theoretisch anfangen, dann... Ja, da fahre ich jetzt so. Für dich, oder du wartest, machst du noch mal schnell mit mir, dann können wir zusammenfahren. Oder so. Wir können doch schöne Fotos machen. Genau, die könnt ihr ja auch mal machen, ab und zu. Brauchst du noch meine Unterstützung hier bei dir, oder? Ja, ein bisschen. Kannst einmal noch drüber düsen, wenn du möchtest. Normal ist der so viel von Fabi. Ja, es ist die Strecke. Also es sind die Gelände und die Meiden. Ja, aber ich fahr wieder, dann lasse ich dir wegen Vorsprung. Super, danke. Oh, der wäre echt nicht schlecht. Das Feld fertig, dann kommt viel drüben bis. Jo. Bei Wenden. Da hier aus, das ist blöd hier. Alter. Innen an sich mal am Spielen, das tut es. Wenn die Spiegel noch richtig eingestellt werden. Ja, das wäre ganz gut. Andi, was machst du? Eine Pause? Ja, ja, ich warte, bis der Fahr wieder fertig ist. Das muss ich den Weg hochfahren. Wenn ich dann unten anfange, die Reihe noch und so und wieder anfangen. Wunderbar. Jo, ich laufe mal zum Schlepper. Ich bin nicht schon. Ich wollte wieder hoch. Ich muss eigentlich nicht mehr hochwärts fahren. Gut. Nehme ich mit, sollte ich schaffen. Da um die Ecke muss ich mal gucken. Ja, das geht. War zu viel. Ja. So. Ich folge dir unauffällig. Okay. Ich warte kurz. Der quält dich aber ganz schön hier rauf hier. So, dann lassen wir die beiden mal alleine hier spielen. Ich wünsche euch viel Spaß. Jo. Denk dran, der Gerät. Der Gerät wird nie schlecht. Der Gerät schläft nie. Weiß, wie mache ich das da jetzt?